Ich habe eine 7 versprochen und eine 7 soll es auch geben. 7 Leben, 7 Katzen, 7 was auch immer. 4 Puzzleteile, ein Stern. Mein Vertrauen in dich war nicht fehl am Platz. Du hast viel gelernt und hast während der Prüfungen stets große Weisheit gezeigt. Das Ende deiner Reise rückt nun nahe. Zögere nicht, habe keine Angst und erliege nicht der Versuchung. Das eine, was ich hoffe, ist, dass dieses Spiel nicht ein Arsch ist und mich, wenn ich tatsächlich durch dieses große weiße Tor schreite, dann zwingt irgendwie zu speichern und ich muss das Spiel nochmal von vorne spielen, wenn ich es komplett durchspielen will. Das wäre nämlich echt assi. Dann würde ich es sofort deinstallieren und hätte keinen Bock mehr. Hui. Intelligenz ist weit mehr als nur die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Intelligenz ist die Fähigkeit, die Annahmen, mit denen du konfrontiert wirst, in Frage zu stellen. Intelligenz ist die Fähigkeit, bestehende Gedankenkonstrukte zu hinterfragen. Wenn wir diese Elemente nicht in die Simulation einbeziehen, dann werden wir nichts anderes erschaffen als einen sehr effektiven Sklaven. Nee, ich bin sehr effektiv, hat sie gesagt. Sehr gut, das war ein Lob. Nicht genug Zeit, einfach nicht genug Zeit. Wir versuchen eine Zukunft aus alten Computerspielcode und halbfertigen Forschungsprojekten zu erschaffen. Wir hätten Jahre gebraucht, vielleicht Jahrzehnte. Und mit der Art von Budget, das man früher zur Verfügung hatte, um Bomben zu bauen? Wenn ich nur kurz innehalte und darüber nachdenke, wie verrückt unser Projekt ist, werde ich einen Nervenzusammenbruch haben. Also werde ich das nicht tun. Ja, okay. Zeit weiterzumachen, Alex. Ja, das hast du schön gesagt. Danke. Ich mach weiter. Was habe ich denn noch nicht geschrieben? Mach dir nicht die Mühe, weiterzugehen. Ich bin dir weit voraus. Das klingt nach was, was ich schreiben würde. Also, ich meine natürlich Zwergesel V99XXX. Machen wir ein Puzzle. Wozu bin ich schließlich hier? Aber wann habe ich die Aufnahme angefangen? Ah ja, okay. Um diese Zeit. Brieftauben. Klingt einfach. Oh Gott, klingt nicht einfach. Hey, ich kann die durchsehen. Generell mag ich die Ästhetik von diesen Eislevels hier. Okay, da möchte ich gerne rein und ich kann nicht. Zur Verfügung habe ich Kistchen. Und Brutzelroboter, die ich als Brücke nutzen könnte, wenn ich wollte. Ey! Ich habe gesagt, die ich als Brücke nutzen könnte, wenn ich wollte. Danke. Ja, offensichtlich will ich hier mehrstufig dann auch noch darüber. Ne? Oh, das Kistchen hier zwischenzeitlich. Na, das reicht nicht. Muss ich noch einen Zyklus abwarten. Kann ich einfach über den Zaun hier hüpfen? Das wäre schön. Weil den Strom darf ich nicht unterbrechen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist schlechter Strom. Strom, der sich mir widersetzt. Und um das zu tun, müsste ich irgendwie eine Kiste nach da oben bringen. Ich habe ja jetzt 3 Kisten zur Verfügung. Das könnte ja schon fast ausreichen. Guck mal, was macht denn eigentlich dieser Button hier? Ah! Ach, der pustet da. Das ist ja süß. Okay, dann schauen wir mal, ob ich das richtig verstanden habe. Nein. Och, Menno. Ich bin zu ungeduldig. Ich wollte alles in einem Zyklus machen und hab's nicht geschafft. Ja, ich denke, ich stapel das 3 hoch und dann puste ich ihn weg. Und dann muss ich gucken, ob das zeitlich reicht. Ah, das hätte gereicht. Ich habe mich nicht getraut.
Noch ein Versuch. Zack. So, und jetzt schnell pusten. Ja, nice. Okay, war doch nicht so schwer. Irgendwelche Sterne hier? Nein? Okay. Drei Kisten, das ist eigentlich schon so, da könnte man sogar hier irgendwie mit den Kisten vielleicht irgendwas anstellen. Das könnte man fast vermuten, dass da irgendwas möglich ist. Ich mach mal schnell einen auf Hochstapler. Also da hinten dran ist ein Loch. Das würde mich ja schon interessieren, ob da man da irgendwie reinkommt. So, ich habe gerade eine Ewigkeit gebraucht, um diesen Kistenturm hier zu stapeln, weil ich einfach zu blöd dafür bin. Aber jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich es auch schaffe, darüber zu hüpfen. Oh ja! Hier gibt es eine Leiter und einen Schneemann. Ah, ich dachte, es gibt hier einen Stern. Aber okay. Immerhin. Für den netten Kerl hier hat sich's gelohnt. Mann mit Hut, steht dir gut. Ja, sonst ist hier ja nicht viel zu tun. Dann kletter ich halt wieder hoch. Das ist übrigens auch ein Weg, diesen Level zu schaffen, indem man ihn mit seinem eigenen Körper blockiert. Glaube ich. Alles klar. Das wär's dann. So, es wird Zeit, den nächsten Teil hier anzugehen. Zum Beispiel. Zum Beispiel den hier. Todmannschalter. Deadman's Switch. Oh Gott, das klingt anstrengend. Deadman's Switch ist was man immer und immer wieder drücken muss. Zum Beispiel bei der Straßenbahn, damit die Straßenbahn weiß, dass der Fahrer nicht eingeschlafen ist. Das klingt lästig. Muss ich einfach mal so sagen. Da drüben war zweimal roter Strom benötigt, einmal blauer Strom verfügbar. Sehr kurios. Hier haben wir auf jeden Fall eine Verbindung. Hier haben wir irgendeinen Button. Was tut der denn? Ah! Öffnet hier. Okay. Das stellen wir mal drauf ab. Nehmen wir noch so ein Ding. Und noch so ein Ding. Und hier ist blauer Strom für den Stern. Okay, also der Stern ist ja wahrscheinlich... Wenn der so offensichtlich hier steht, ist der Stern wahrscheinlich schwierig. Allerdings ist der Level auch erstmal schwierig. Oder? Ist der Stern so schwierig? Wir haben doch drei Konnektoren. Soll das nicht reichen? 1, 2, 3. Wir brauchen 4. Ja, gut. Alles klar. Wir können ja gucken, ob es hier wieder irgendwelche Tannenspitzen oder sowas gibt. Das haben wir ja jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, dass man hier auf spezielle Orte schießen kann. Sieht aber nicht so aus. Kann ich jetzt nicht sehen. Okidoki, das heißt, wir müssen hier irgendwie Strom hinkriegen. Und zwar auf dem simpelsten Wege. Der mir einfällt. So, mal angenehm, ich tue das. Dann würde das schon mal hier drüben öffnen. Aber hier sofort zumachen.
Das heißt, was mir da eigentlich dann noch fehlt, ist, was auch immer das da oben tut. Hätte ich mal anschließen sollen, ne? Dann wüsste ich das jetzt vielleicht. Man muss mit dem Kabel folgen, dann weiß man Bescheid. Das geht hier rum und dann... Ach, das pustet mir da eine Kiste runter. Sehr nett. Ups. Gut. Die kann ich hier sicherlich noch gut gebrauchen. Zum Beispiel jetzt sofort. So, damit käme ich an den Connector hier ran, wenn ich mich klug anstelle. Wo war denn eigentlich der Stern? Ach, da hinten. Ja, okay. So, schauen wir mal, dass hier weiter alles verbunden ist. Im Prinzip will ich das Teil ja hier rausbringen, oder? Kann ich aber nicht, glaube ich. Wie war das nochmal mit dem blauen Strom? Der kommt hierher. Ja, genau, genau. Ach, so war das. Ja, ja. So, uiuiui. Das nennt man hier auch um Ecken denken. Der soll jetzt da dran. Das geht erst, wenn ich das Ding hier auf die Anhöhe stelle. So zum Beispiel. Und dann muss eigentlich nur noch... Ach, das hängt. Das hängt. Das geht. So, jetzt brauchen wir nur was man hier draufstellen kann. Hehe, leichter gesagt als getan. Eigentlich wäre die Kiste ideal. Eigentlich muss ich hier nur umstellen, dass ich da keine Kiste für brauche, ne? Das müsste schon reichen. Haben wir gleich. Das muss ich lediglich... so stellen, dass ich da keine Kiste brauche. Also zum Beispiel dorthin. Oder noch besser dorthin. Dann kann ich nämlich mit dem Laser hier drunter durchschießen. Genau. Beinahe erledigt. So. Damit haben wir das Puzzleteil. So, jetzt zum Stern. Da muss ich eigentlich nur noch den Strom da rumbringen. Und das ist doch eigentlich auch nicht mehr schwer. Oder jetzt bin ich jetzt doof. Das geht doch schon. Hä? Wird jetzt das Puzzle zu kompliziert gelöst oder war der Stern genauso leicht wie das Puzzle? Okay, also diese Sterne hier sind irgendwie leichter geworden. Oder ich besser. Eins von beiden. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, da geht noch was. Also gehen wir irgendwo... Da hat was gepiepst. Terminal, habe ich das eigentlich schon angeschaut? Ich glaube gar nicht. Trotz ihrer Unfähigkeit, sich ein Argument auszusuchen und dabei zu bleiben, habe ich beschlossen, ihnen eine Chance zu geben. Ich werde ihnen die groben Details meines Vorschlages unterbreiten. Das sollte als Test dienen, ob sie wirklich an ihre skeptischen Absichten glauben oder nicht. Wenn sie glauben, was sie sagen, dann habe ich keine Zweifel, dass sie meine Bedingungen befriedigend finden werden. Wenn sie die Spitze des Turms erreichen,
möchte ich, dass sie mich mitnehmen. Was auch immer sie finden, ich will, dass sie es mit mir teilen. Was bekomme ich im Gegenzug? Im Gegenzug biete ich ihnen an, dass ich sie, wohin auch immer sie gehen, begleiten werde. Ob es diese Welt ist oder eine andere. Brauchen alle eine Advocatus Diaboli, eine Stimme der Vernunft. Ich biete ihnen an, ihre zu sein. Diaboli? Soll Stimme der Vernunft heißen? Sind Sie das Sie nicht sowieso schon? Sehen Sie unsere bisherige Beziehung als eine Beta-Version an. Genießen Sie sie, solange es möglich ist. Aber wenn Sie den Turm besteigen, ohne ein Abonnement abzuschließen, werden Sie auf sich gestellt sein. Haben wir also eine Abmachung? Und wenn ich Ihre Bedingungen nicht mag? Keiner kann behaupten, dass man mit mir nicht handeln kann. Was genau möchten Sie? Oha. Entriegeln Sie alle Stockwerke des Turms, Zugang zum kompletten Bibliotheksarchiv. Sagen Sie mir, wie ich Elohim besiegen kann. Boah. Also das will er nicht machen, das will er nicht machen. Das hier will ich nicht, das hier will ich nicht. Ich frage mal danach. Zugang zum kompletten Bibliotheksarchiv. Okay, dann halten Sie sich jetzt an Ihren Teil der Abmachung. Große Teile meines Speichers wurden im Laufe der Generationen beschädigt, aber ich werde alle Archivressourcen, die mir zur Verfügung stehen, für Sie sammeln und in Ihrem Tagebuch speichern. Ist dies zufriedenstellend? Naja, ich sag mal danke. Ich will eh nichts von dem. Ich möchte nicht von ihm abhängig sein. Sehr gut, ich weiß, dass Sie ein zuverlässiger Partner sein werden. Wenn es soweit ist, werden Sie wissen, was zu tun ist. Wir sehen uns auf dem Gipfel. Arkadi Tagebuch. Das Team wird täglich kleiner, bin trotzdem sehr stolz auf Sie. Archiv ist nun unvorstellbar groß. Es fehlen immer noch tausende von Schriftstücken. Unmöglich, es jemals fertig zu bekommen. Arbeite an einem Programm, das die Beiträge in unserer Abwesenheit sortieren wird. Aber wie alles andere hat es seine Schwächen. Habe mit Alexandra geredet. Talos schreitet gut voran. Vielleicht wird der erste Benutzer des Archivs doch von der Erde kommen. Schätze, dass ich in etwa einer Woche bis 10 Tagen nicht mehr in der Lage sein werde, weiterzuarbeiten. Ist es Verrat, früher zu gehen? Erfindung von Grenzen. Irgendwas mit Nationalisten und Neosegregationisten und bla. Zivilisation ist authentisch, monolithisch, rein. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Arabische Zahlen, lateinisches Alphabet, Religion aus den Levanten, griechische Philosophie. Ja, alles durcheinander. Und was haben wir davon? Aufgaben. Na toll. Ich will aber keine Aufgaben. Und die Apokryphen möchte ich eigentlich auch nicht schauen. Uriel ist es mal wieder, der sein Schwert auf den Baum des Lebens im Herzen des toten Jerusalems richtet. Und sagt, seht, dieser Baum wächst immer noch, obwohl die Stadt tot ist. Mhm, na gut, okay. Und dann gibt er das Flammenschwert weiter und irgendwas mit Mythologie und Blut und Drachen und Jerusalem, Engel, schönes Land, Licht, Rettung, Hölle. Neue Texte im Tagebuch verfügbar. Deal with the Deceiver habe ich ein Achievement bekommen. Habe ich jetzt alle Zeitkapseln? Mir fehlen noch einige. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alles bekommen oder wie? Ich möchte ja gar nicht. Es ist gar nichts markiert, als noch ungelesen, also. Er hat mir nichts gegeben. Was für eine Gemeinheit. Okay. Machen wir noch eins. Machen wir noch eins, machen wir noch zwei. Eins mache ich noch. Kreuz- und Querrätsel für Fortgeschrittene. Bin ich fortgeschritten? Vielleicht bin ich schon Experte, dann wird's leicht. Wir haben Strom, der sich nicht kreuzen soll. Und eigentlich müssen wir den nur hier rüberbringen und schon haben wir unser Puzzleteil. Das ist ja einfach. Das ist ja super. Wie geht denn das? Das weiß ich jetzt nicht. Also wie geht denn das? Kann mir das einer erklären? Okay, ich vermute mal, es geht folgendermaßen. Und zwar, ich baue das hier ab, ich baue das hier auf. Nee. Im Prinzip muss ich erstmal beide abbauen. So.
Ich hab's gleich. Ich muss da einen Moment drüber nachdenken. Wo war denn jetzt der Zeitspuler? Der war doch irgendwo. Hä? Ist doof. War das ein Zeitspuler, oder nicht? Der drüben? War der auf der anderen Seite? Ach Gott, der war auf der anderen Seite. Oh. Okay, ja, dann weiß ich. Dann weiß ich, wie das gehen soll. Glaube ich. Vielleicht. Nicht so ganz. Okay, Annahme ist folgende. Ich baue hier im Kreis außen rum. So, dass ich hier okay, ich starte mal die Aufnahme. Im Prinzip möchte ich das Teil hier abbauen. Kann ich dann die Aufnahme noch beenden? Im Prinzip möchte ich das Teil hier abbauen und hier neu aufbauen. Und dann möchte ich ein bisschen abwarten. Noch ein bisschen abwarten. Und noch viel mehr abwarten, damit man ein schöner, anderer, echter Gegenpart viel, viel Zeit dafür hat. Und vielleicht soll ich doch mal diese Taste nachschauen, mit dem man vorspulen kann. Oder schneller die Zeit laufen lassen kann. Und dann möchte ich das Ding wieder nehmen. Und wieder so anschließen, wie es war. Damit ich die Aufnahme stoppen kann. So. Zweiter Teil der Geschichte wäre dann, das hier anzuschließen. Und das hier anzuschließen. Und dann haben wir das Ganze schon gelöst. So schwer war es nicht. Lediglich ein Verständnis der Zeitreise oder der, ja, dieser Aufnahmemechanik notwendig. Finde ich gut. Aber da können wir fast noch eins machen, das war jetzt super schnell. Oder? Ah, nee, das heben wir uns auf für nächstes Mal. Alles klar, bis dann, tschüss! Was ich ganz vergessen hatte, im Level C4 hatten wir ja schon mal einen Stern erspäht, diesen hier. Konnten ihn aber bisher nicht erreichen, wir brauchen hier roten Strom, um da durchzukommen, und dann gibt es hier zwei Plattformen. Ich habe jetzt noch nicht die vollständige Lösung, aber ich glaube, einen Weg zu wissen, deswegen habe ich einfach mal die Aufnahme gestartet. Ich habe schon hingekriegt, hier auf sehr langem Wege roten Laser von da drüben hier rüber zu schießen. Das passt auch so gerade vorbei. Das reicht aber noch nicht, um hier ums Eck zu kommen. Idealerweise würde der hier hinten stehen. Und dann könnte ich hier rum ums Eck schießen, und zwar mit Hilfe dieses Aufnahmegeräts hier. Aber so geht's nicht. So, was hingegen gehen sollte, und das gilt es jetzt auszuprobieren, ist eine Variante davon, bei der ich zunächst das Puzzle ins Normal löse. Das heißt, ich stelle mich hier hin, nehme meinen Zwilling auf, trag den hier rüber, setz den hier ab. So. Und der kommt da mit der Kiste. Weil ich wie üblich bei dem Rätsel. Achso, ja, da muss ich den Laser auch holen. Ups. Eine Sekunde. Aufnehmen, rüberbringen, absetzen, Aufnahme stoppen. Die Position von dem Laser kriege ich wieder hin, also die habe ich mir eingeprägt. Die ist auch kein großes Problem. Jetzt können wir den Laser da draufstellen, um dann das Vieh hier zu blockieren.
Und dann können wir hier aufmachen. So weit, so gut. Der interessante Teil ist jetzt, und das gilt es zu eruieren. Zum einen kann ich diesen Button damit drücken, das sieht so aus. Ah, aber meine zweite Annahme ist falsch. Meine zweite Annahme war, dass diese Tür auch offen bleibt durch den Button. Tut sie aber nicht. Das ist extrem schade. Und ich nehme auch an, dass ich hier nicht einfach durchs Fenster springen kann. Das hatte ich ja schon ein paar Mal probiert bei diesen Fenstern. Die wirken nicht so, als wären sie durchlässig. Das wäre auch seltsam. Dann wäre es ja kein richtiges Rätsel. Ja, das ist allerdings dann extrem schade, weil dann ist mein Lösungsansatz doch falsch. Ich dachte jetzt, das würde beide offen halten. Das wäre toll gewesen. Weil ansonsten, ich brauche ja immer mindestens einen, der den Strom von da drüben hierher bringt. Und dann eben sein Geist, der ihn dann darüber bringt. Oder beziehungsweise das wird dann der Geist. Das heißt, ich kann auf keinen Fall das hier offen halten, außer ich habe irgendwo anders blauen Strom her. Ah, aber das ist ja echt blöd. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das hier offen hält. Okay, dann muss ich wohl nochmal drüber nachdenken und komme gleich zu euch zurück. Alles klar, ich habe eine weitere Idee, wie man hier das System überlisten könnte. Schauen wir doch mal, ob die funktioniert. Die ist wahrscheinlich nicht so gedacht, wenn sie funktioniert. Aber wenn sie funktioniert, ist sie auch ganz nett. Also, Plattform, wir laden unseren Freund hier auf. Dann begeben wir uns hier drauf. Und dann machen wir einen Sprung nach vorne. Und das war's auch schon mit der Aufnahme. So, unser Freund lädt uns auf. Bringt uns nach vorne. Und... ha! Tja, okay, also sowas mit Sicherheit nicht gedacht, denn jetzt bin ich hier eingesperrt, aber der Stern ist mein. Tja, wenn man nicht auf die normale Lösung kommt, muss man eben kreativ werden. Also ich fand die jetzt jedenfalls sehr kreativ und auch sehr spaßig. Theoretisch hätte ich jetzt auf der Mauer langlaufen können und dann vielleicht... naja, egal. Ich spule zurück. Dann sollte der Stern bei mir bleiben. Na, also wunderbar. Und damit hätten wir wieder einen mehr. Also, bis dann.